Hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Es hat ein bisschen gedauert, nachdem unser Konto wieder eingeschränkt wurde, weil wir hatten ja heute auch noch einiges zu tun. Wir waren ja wieder fleißig heute, aber ich denke mal, das hat unsere Stalkerin und ihre Freunde schon mitbekommen, wie fleißig wir waren. Aber das ist gar nicht das Interessanteste heute, liebe Leute. Ihr habt ja bestimmt mal gesehen, dass unsere Stalkerin unter einem unserer Videos diese komische Mantra-Reinigung, also einen Link davon gepostet hat. Wir haben uns mal ein wenig damit befasst und wir können gar nicht glauben, was wir da gesehen haben. Telemedial. Also für mich sieht der Typ aus, als wäre er auf LSD und ist irgendwie ein Guru in einer Sekte oder sowas. Ich weiß nicht, also... Ja, ich werde euch unter das Video auf jeden Fall mal die Links posten. Ihr müsst euch das nicht vollständig angucken, davon würde ich euch abraten, weil dann kriegt ihr auch Kopfschmerzen, so wie ich. Aber ihr müsst mal euch ein paar Ausschnitte davon angucken, damit ihr mal seht, wie krank unsere Stalkerin wirklich ist. Also, das hat selbst uns überrascht. Ich werde euch jetzt mal was einspielen für ein paar Momente, damit ihr versteht, worum es hier geht. Weil das glaubt ihr nicht, wenn ihr das nicht selber seht und hört. Ja, liebe Leute, das ist jetzt das eine. Ich habe aber noch ein zweites für euch. Ich weiß nicht, ob er beim Anbeten des Meters vielleicht das Wort Methadon sagen wollte. Vielleicht wollte er das mit Methadon anbeten. Oder keine Ahnung.